Kollekt einfach einen Helden. Ja, hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Moto-Vlog. Am Dienstag ist Sperrmüll und die Leute stellen am Sonntag schon ihren Sperrmüll raus. Wahnsinn. Jetzt weiß ich auch, warum da vorhin die ganze Zeit so Lärm draußen war. Alter, Leute sammeln, das gibt's keinen Morgen. Ja, Leute, ich bin unterwegs mit dem 17,5er Del Orto-Vergaser. Bin noch in der Abstimmphase. Leerlaufgemisch sollte einigermaßen passen. Werde ich sowieso später noch mal mich anschauen müssen, weil ich bin jetzt gerade an der Hauptdüse. Luftfilter ist weiterhin original, nur die Luftfiltermatte haben wir jetzt eine Malossi-Matte drin. Das Ganze hat sich jetzt ein bisschen verzögert, weil ich habe Teile bestellen müssen, unter anderem diese Halteplatte, mit der man den E-Tube befestigt. Die konnte ich vom Weber-Vergaser nicht übernehmen. Dann habe ich eine bestellt, die hat nicht gepasst. Dann hat sie gepasst, dann bin ich gefahren. Dann ist mir der Gaszug hängen geblieben. Gucke ich rein, ist dieses Röhrchen am Vergaserdeckel, wo der Gaszug drauf geht, ist einfach gebrochen. Und deswegen ist der Gaszug hängen geblieben. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst. Bin ein bisschen im Hof gefahren und da hat es mich ein bisschen auf die Schnauze gelegt, weil ich auf die Vorderbremse gedrückt habe, weil ich mir dachte, Alter, der Roller zieht los, Gaszug bleibt hängen, der Roller zieht los und ja, voll erschrocken, Vorderbremse gezogen und ein bisschen auf die Schnauze gelegt, keine Panik, dem Roller geht's gut, keine Kratzer, mein Knie hat alles abgefedert, ist ein bisschen aufgeschürft. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich merke bis jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, okay, von der Leistung her, das ist ja richtig krass. Da hat sich wenig verändert. Ich glaube, ich bin noch einen minimalen Ticken zu mager. Fühlt sich ein bisschen so an. Aber eine bessere innere Kühlung ist auf jeden Fall gut für den Motor. Wenn wir mal wieder eine Tour machen und es geht wieder ewig bergauf, das ist eigentlich der Hauptgrund, weswegen ich den größeren Vergaser wollte. An für sich bin ich so zufrieden momentan. Neue Reifen sind ja auch drauf, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Muss auch ein bisschen so, wie sagt man, Schlangenlinien fahren, dass die sich gleichmäßig abnutzen und nicht nur, dass das in der Mitte diese Rutsche-Geschichte weg ist und wenn ich mich dann einmal in die Kurve lege, komme ich auf diese Rutsche-Geschichte bei neuen Reifen und dann haut es mich gleich auf den Schnabel. Gerade mal nochmal schauen wegen dem Licht, ich habe doch die Scheinwerferbirne getauscht. Müsste aber jetzt alles gehen, das verschickt mich halt voll an, dass ich zwei Scheinwerfer-Dinger habe. Was ist der Schalter? Ah, das ist Standgas, ganz oben, also rechter, hier. Ganz oben ist aus, Mitte ist nur Standlicht. Unten ist Beleuchtung und hier stelle ich um auf... Ah, Blatthupe. Hier werde ich ein bisschen was abflexen müssen. Werde ich hier kürzen müssen und hier. Und dann Blindstoffen drauf machen, weil der hier den Scheinwerfer ablenkt. Also das Licht ein bisschen ablenkt. Das ist nicht so gut. Muss mal schauen. Ist auch einer unterwegs. Ich muss dringend mein Visier putzen, ey. Wenn die Sonne da drauf scheint, sehe ich voll schlecht. Ich werde mir sowieso für die ersten praktischen Fahrstunden ein neues Visier holen müssen. Das ist echt nicht mehr so nice. Schon ein bisschen verkratzt. Apropos Führerschein. Ich bin jetzt momentan soweit. Ich bin mit meinen Theoriestunden fertig. Ich warte nur noch auf die Prüfung. Prüfung habe ich, Theorieprüfung am 23. August. Also ich bin ja schon seit gut 4 Wochen oder so mit dem Theorieunterricht fertig. Und ich musste, also dann musste ich insgesamt nochmal 2 Monate warten bis zu meiner Theorieprüfung. Also das ist schon heftig mit den Wartezeiten, finde ich nicht so nice. Also momentan, der Fahrlehrer meinte es durch Corona, da es halt TÜV-technisch wenig Termine sind, dass man lange auf Termine warten muss. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, aber er meinte, dass wir trotzdem nächste Woche, also so Mitte August, also sprich Mitte, Ende nächster Woche anfangen mit Fahrstunden. Und er meinte, wenn ich mich nicht komplett dumm anstelle, werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch den Motorradführerschein fertig kriegen. Weil ich habe mir halt gedacht, Leute, wenn ich jetzt mit Fahrstunden Ende August oder Mitte August mit Fahrstunden anfange und dann über den Winter Pause machen muss, dann ja, ist scheiße, weil dann habe ich ja im Prinzip alles vergessen, was ich so gelernt habe.
Aber er meinte, nee, nee, das geht alles. Weil nächste Woche soll das Wetter schöner werden. Und da würde ich ganz gerne wieder ein paar Videos machen, vielleicht ein bisschen zum See fahren und so. Dafür sollte halt der Roller mal ordentlich laufen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, diese Weißwandreifen, ich finde die so geil. Ich feiere die so übertrieben. Der Weg vom Gasgriff ist ein bisschen länger. Klar, vorher waren 12er Vergaser drin, jetzt haben wir 17,5er Vergaser. Das ist halt auch der Weg vom Gasgriff ist ein bisschen länger. Also das ist kein Kurzhub-Gasgriff. Den Unterschied merkt man auf jeden Fall. Aber ist okay. Also ja, Fahrstunde, 23. August habe ich meine Theorieprüfung. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, aber ich habe ein gutes Gefühl, weil ich schon wieder die Hälfte vergessen habe von dem, was ich gelernt habe. Und noch eine Neuigkeit, Leute. Ich habe vor ungefähr zwei, drei Wochen, habe ich meine zweite Corona-Impfung gekriegt. Muss sagen, habe alles gut überstanden. Keine Probleme, habe eigentlich gar nichts gemerkt. Die Schulter hat am Abend noch ein bisschen wehgetan, war aber am nächsten Tag schon besser. Ansonsten keinerlei Nebenwirkungen oder so gehabt. Also Impfung habe ich sehr, sehr gut überstanden. Somit gelte ich als vollständig geimpft. Viele wollen sich nicht impfen lassen. Im Prinzip meine ich, hey, das ist dein eigener Körper und du allein entscheidest, was du dir da reinspritzen lässt. Und keine Regierung und sonst irgendjemand hat dir vorzuschreiben, was du dir in den Körper injizierst und was nicht. Finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich halte überhaupt nichts von Impfpflicht und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, diese scheiß Impfgegner und so. Das ist jedem seine eigene Entscheidung, Digga. Und genauso ist es halt auch meine Entscheidung, mich impfen zu lassen. Und da hat niemand das Recht, mir zu sagen, ah, du bist doch bescheuert, lass dich nicht impfen. Ist mein Körper, ich mache damit, was ich will. Und ich habe es gut überstanden. Fertig. Ende der Geschichte. Und ja, also ich habe es gut überstanden. Ich habe BioNTech gekriegt, das erste und zweite Mal. Und ja, ich habe es gut überstanden. Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Ne? Also ist okay. Also ich werde jetzt hier mir noch nachher mal gleich die Zündkerze anschauen. Aber das sieht wirklich gut aus. Ich denke, einmal müssen wir noch mit der Hauptdüse die Hauptdüse ändern. Ich glaube, eventuell auf eine 70er hoch. Dann sollte das eigentlich schon reichen. Dann sind wir hier gut abgestimmt. Ja, heute eigentlich volles langweilige Video. Ich habe euch jetzt einfach nur so auf eine kleine Testfahrt mitgenommen. Ich hoffe, das ist auch mal in Ordnung. Ich habe die Bildstabilisierung ausgeschaltet, weil ich... Ah, gewartet, das überlebt. Weil ich gelesen habe, wenn man ND-Filter benutzt, soll man die Bildstabilisierung ausschalten, weil ansonsten die Kamera nicht klarkommt. Also ich habe die letzten Male ND-Filter und Bildstabilisierung genutzt und es hat gut funktioniert, dachte ich. Aber jetzt probiere ich das mal ohne Bildstabilisierung. Mal schauen, ob da irgendwas anderes. Heute Abend ist es halt ziemlich dunkel und ich habe einen 32er ND-Filter drauf. Also kann sein, dass das Bild ein bisschen zu dunkel ist. Aber ja, ich bin momentan, was ND-Filter angeht, noch ein bisschen in der Testphase. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon ganz gute Einstellungen eigentlich gefunden, wie das funktionieren könnte. Dass das Bild einfach ein bisschen besser wird für euch. Ja, wenn ich von Dreiviertel auf Vollgas gebe, dann markert er ein bisschen ab. Also, ich fahre jetzt nach Hause. Ich will jetzt auch nicht zu mager, zu lange rumfahren. Aber ein bisschen muss man ja fahren, dass man so ein bisschen Zündkerzenbild kriegt. Aber eigentlich habe ich das schon vor 10 Minuten gemerkt. Und ja, dann geht es nächste Woche weiter. Endlich wieder Videos machen. Ich habe die letzte Zeit auch keine Videos gemacht, weil gesundheitlich mit meinem Rücken ging es mir nicht so gut. Also da in der Garage hinten knien und am Roller schrauben war jetzt irgendwie nicht drin die letzten Tage. Aber es geht auf jeden Fall schon besser, Leute. Jetzt ist wieder so eine bessere Phase. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir heute nicht viel gemacht haben. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao mit V.